waiting for the sun. Waiting for the sun. Waiting for the sun. Waiting for the sun. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin wieder unterwegs und zwar auf meinem alten Bahngleis. Das stillgelegte Bahngleis wollte ich jetzt mal in den frühen Morgenstunden, was heißt frühen Morgenstunden, jetzt haben wir schon gleich 9:30 Uhr, also 9.30 Uhr. Und ja, hier hinten irgendwo sind so ausrangierte Bahnwaggons, die man hier her schleppt. Also auf diesem Gleis hier fährt einmal die Woche so eine kleine Diesellok und tut so ein bisschen hier die Waggons hier rumrangieren. Und vorne ist ein alter abgerissener Bahnhof. Und ja, von hier will ich mir einfach mal ein paar Fotos mitnehmen. Man sieht auch im Himmel ist so schön Struktur jetzt drin. Also eigentlich eine schöne Stimmung. Es zieht sich aber jetzt immer mehr zu. Ich habe schon Fotos gemacht. Und ich stelle euch einfach mal so meine Komposition vor und blende dann die Bilder ein. Denn wie gesagt, die Bilder sind schon gemacht. Ja, das Licht schwindet. Hier oben ist noch schön Struktur im Himmel, aber hier unten ist das Licht wieder weg und dann sind das einfach wieder nur graue, fade Fotos. Bin ich doch wieder ein bisschen zu spät dran. Dann will ich mal loslegen. Ja, eine Komposition habe ich mir hier ausgewählt, wo sich die Schienen so kreuzen oder was auseinandergehen, wie hier unten. Also das will ich drauf haben, wo der Gleis so auseinandergeht. Dann hier hüben ist hier so ein Bäumchen als linken Rand. Dann die Schilder hier drin und hier die alten Waggons. Das will ich mir mitnehmen. Und ja, würde ich schon mal sagen, viel Spaß mit diesen Bildchen. Ja, dann noch mal eine Komposition. Also ich habe hier mal aus verschiedenen Höhen hier Aufnahmen gemacht. Die nächste Komposition ist richtig tief, direkt über dem Gleis. Und stelle ich euch mal vor. Ja, das Ganze soll dann aussehen wie hier. Das hier vorne hier, wo die Schiene hier so auseinander geht, das soll hier mit drin sein. Auch wieder hinten das Zeichen, die Zeichenanlage. Wieder die alten Waggons. Ja, das habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Und ich würde einfach sagen, viel Spaß mit dieser Komposition. Thank you.
Ja, mit was bin ich unterwegs? Ich bin heute unterwegs mit meiner Sony A7, also die ganz einfache R, das Urmodell. Ich habe hier drauf das 17 bis 28er Damron und das 28 bis 200er Damron. Und ja, das meiste fotografiere ich hier mit Blende 16, um alles schön scharf zu kriegen. Ja, vom nächsten Standort hier habe ich mir ebenfalls eine Komposition mitgenommen, einen Ausschnitt. Und ja, hier mal richtig nah an den Waggons hier dran. Hier ist noch so ein altes, kaputtes Häuschen. Hat wahrscheinlich früher immer einer drin gestanden. Dann die Signalanlage und hier die Waggons. Und gerade eben war noch so richtig schön Licht hier unten drin. Der Himmel auch noch so richtig schön strukturiert. Aber das Ganze ist jetzt zugezogen. Und ja, ich würde einfach sagen, viel Spaß mit den Bildchen. Ja, meine nächste Komposition stelle ich euch auch gleich mal vor. Ich drehe mal wieder rum. Das ist dann diese Perspektive. Ja, ich will immer hier diese Signalanlage so schön im Himmel oben drin haben, dass er schön freigestellt oben ist. Dann dieser schöne strukturierte blaue Himmel. Hier an der Seite an dem Waggons hier ist dieses Graffiti drauf gesprüht. Das will ich auch mit dem Bild haben. Ja, das ist meine nächste Komposition und ich würde auch wieder hier sagen, hier ist das Bildchen. Ja, die nächste Komposition, ganz kurz, schmerzlos, also auch von hier wieder, hier will ich das Zeichen hier mit drin haben, war wahrscheinlich früher mal ein Feuerlöscher oder was weiß ich, was das sein soll, dann hier wieder die Waggons, hinten wieder die Signalanlage, ja schade, dass das jetzt dazugezogen ist und hier könnte man auch hier noch runter gehen. Und hier unten aus irgendeiner Perspektive hier das Ganze mitnehmen. Werde ich vielleicht noch mal probieren. Und ja, dann würde ich einfach sagen, hier ist das Bildchen. Jetzt, ja, in die Richtung ist es jetzt noch mal aufgerissen. Man sieht, die Sonne kommt durch. Dann stelle ich euch schnell noch mal das nächste Motiv vor. Ja, die nächste Komposition soll so sein, dass hier das Teil hier, wo man die Weichen stellt, hier vor mir mit drin ist. Ja, der Himmel war jetzt noch richtig strukturreich. Man sieht es hier oben. Das ist jetzt schon wieder nur von ein paar Sekunden hier über mich drüber weggezogen. Und ja, so soll dann die Komposition aussehen. Im Himmel ist dann wesentlich ein bisschen mehr drauf.
Und ja, würde ich sagen, ich stelle euch das Bildchen vor. Und ich habe auch hier mal, oder ich stelle euch erstmal das Bildchen vor. Ja, ich habe mir dann auch noch mal so eine Detailaufnahme gemacht hier von diesen Schrauben und von diesen alten Schwellen, die hier unter mir sind. Also ich suche mal hier wieder eine aus. Mal gucken, ob ich den Pocket irgendwie hier hinkriege. Dazu muss ich drehen. Also das Teil hier habe ich mir auch mal mitgenommen aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn man dann hier runter geht, hier sind dann diese alten vergammelten Holzschwellen. Ja, hier habe ich mir auch mal Details mitgenommen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich blende euch mal die Bilder ein und viel Spaß damit. Ja, hier wieder neues Motiv, so eine alte Umlenkrolle, Umspannrolle. Ich stelle es euch gleich mal ganz kurz vor. Ja, hier ist dieses alte Teil. Ich weiß noch nicht, einmal habe ich mir es ungefähr wie hier, nur links dieser Pfosten hier, also der Bildausschnitt ist enger, links und rechts, aber so ungefähr wie hier. Und dann bin ich mal je höher, dass der Himmel hier mit drin ist, ein bisschen mehr von dem Himmel und diese alte Rolle. Ja, ja, das Bild habe ich mir ebenfalls mal mitgenommen. Einfach mal gucken, wie es kommt. Und ich blende euch das Bildchen mal ein. Thank you.
meine Lieben, man latscht natürlich nicht ständig auf diesen Gleis entlang, denn man sitzt hier hinter mir, irgendwie hier geht so ein Wiesenweg hier direkt am Bahngleis entlang. Und hier hinten sind, glaube ich, diese Waggons. Ja, also keine Sorge, das Ding ist stillgelegt. Dieser ehemalige Bahnabschnitt vorne ist der alte Bahnhof, der ist weggerissen, wie so ein Lost Place da vorne. Gehen wir auch mal hin. Also hier kommt kein Orient Express mehr vorbei. Mord im Orient Express mit Hercule Poirot. Ich verliere mich schon wieder. Wir gehen mal vor zu diesem alten abgerissenen Bahnhof. Mal schön hier durch die Wiesen wieder so ein bisschen die Morgenstimmung genießen. Ich würde einfach sagen, bis gleich. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein von meinem kleinen Fotoausflug hier an diesen alten Bahnhof, an diesen alten Bahnsteig, an dieses alte Bahnhofsgelände hinten mit, ja, ihr habt es gesehen, mit diesen Weichen und so weiter. Ich bin selbst wieder gespannt, was dabei rauskommt, ob die Bilder was geworden sind. Denn man sieht, ja, man sieht es nicht, ich sitze hier in diesem Ding, das Licht ist wieder weg, hat sich sehr stark eingetrübt, schade. Ich habe vorhin, ihr habt ja jetzt ein paar Eindrücke von diesem Bahnhofsgelände hier bekommen, wie es hier aussieht. Ich habe heute früh bei besserem Licht die Bilder hier schon mal in weißer Voraussicht produziert. Und die blende ich euch ja ein oder waren schon eingeblendet. Einfach mal gucken. Ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht, hier wieder zu fotografieren. Wie gesagt, man musste nicht hier über diesen, ja, in diesem Gleisbett hier rumlatschen. Es geht direkt daneben, geht hier ein Wiesenweg mit verschiedenen Zugängen, wo man sich mal dann auf dieses Gleisbett hier stellen kann. Es fährt hier kein Zug. Ich habe es ja schon angesprochen. Einmal die Woche eine kleine Rangierlok. Ja, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Bleibt gesund, geht raus zum Fotografieren. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mich wieder begleitet. Der Herbst steht ja jetzt so langsam vor der Tür. Und mal gucken, was man da für Bildchen zaubern kann. Ja, wer noch nicht, ein Abo wäre nicht schlecht. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, würde mich sehr, sehr ehren. Vergesst nicht, die Glocke dann zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt bei meinem Content hier. Meinen wertvollen Content, damit ihr immer informiert werdet. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao. Euer Frankie aus Thüringen. War mir wieder eine Ehre, mit euch hier unterwegs zu sein.